Nachdem wir jetzt eben ausführlich gehört haben, wie ein quellengestütztes Arbeiten sozusagen biografisch verankert ist und wie sich dieses entwickelt, sollten wir in unserem nächsten Gespräch uns darüber einmal Gedanken machen, wie sieht es eigentlich aus, wenn wir Quellen auf der einen Seite haben und diese Quellen andererseits interpretieren müssen. Ja, nee, nicht, bitte nicht wieder. Da, da, da. Ich kann auch eure Intervalle. Pam, pam. Das ist noch fröhlich, weil ihr braucht Mut. Pam, pam, auf anzufangen. Dann kommt pam, 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 Zufriedenheit. Wehklagend, traurig, zufrieden, ernsthaft und so weiter. Das sind so viele Gefühle. Und wenn ihr pam, 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 das wäre so, als tippt ihr auf der Tastatur die Töne runter. Pam, 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 pim, pam, pam, pim, pam, 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 pim. Und dann kommen große Bewegungen. Ne? Das ist das Schöne in dieser Zeit, dass einfach so unglaublich viele seelische und klangliche Qualitäten aufeinandertreffen, die aber jenseits von Töne drücken sind. Ne? Das kann man nicht einfach so spielen. Und es gibt keine Technik, die das beschreibt, außer der, die aus dem Herzen kommt. Sagten die immer, es gibt nur eine Technik des Herzens. Das Herz ist der Lehrmeister und nicht irgendein Arm, der irgendwas will. Versuchen wir das. Welche innere Haltung muss eigentlich eine Musikerin oder ein Musiker haben, wenn er oder sie sagt, ich möchte nicht nur das spielen, was die Noten betrifft, sondern ich möchte gerne wissen, worum geht es eigentlich, was hinter diesen Noten steckt? Das bedarf eigentlich einer Empathieschulung, dass ich Interesse habe für den anderen. Interesse heißt ja Dazwischensein, Interesse und ich brauche erstmal eine Wahrnehmung, wer bist du, was willst du, was war dein Anliegen, welchen Anlass hatte dieses Stück und viele Fragen. Das würde ich bei jedem Komponisten, egal wie neu oder alt er ist, nicht anders machen. Da sehe ich gar keinen Unterschied. Bei den Alten haben wir halt das Gespräch nicht mehr, was wir direkt führen können. Die wichtigste Quelle sind die Noten. Und wenn man die Noten genügend befragt, was fehlt, ist, dass man Fragen stellt an die Noten. Wenn ich mal alles hinterfrage, warum steht das so da, wie könnte es auch sein, wie hätte es auch werden können, dann kommen sehr, sehr viele Antworten, wofür man keine Lehrbücher braucht. Aber Gerhard, da kommt doch ein Problem auch auf, wenn wir an die Noten selbst denken, die Art und Weise, wie sie damals geschrieben wurden in den Handschriften oder wie sie damals in den ersten Drucken erschienen sind, in Relation zur modernen Notation. Da kann man ja bei den modernen nicht automatisch eigentlich sagen, so und so ist dieses gedacht. Da richtet sich das oftmals nach dem Kriterium der Wendestellen, da richtet es sich nach modernen Längen eines einzelnen Taktes und so weiter. Also nochmal die Nachfrage, kann man aus einer modernen Notation automatisch entnehmen, bei aller Empathie, die man einem Komponisten gegenüber bringt, entnehmen, was er uns in Anführungsstrichen sagen will? Also er hat jedenfalls das, was er sagen wollte, so stark in die Noten fixiert, dass wenig Fragen bleiben, weil eher zu viele Informationen als zu wenige drinstecken. Wenn ich eine barocke Musik so bezeichnen würde, wie es heute wäre, dann wäre die so überbezeichnet, dass ich als Spieler komplett blockiert wäre. Das kenne ich von Kirchenmusikern, die einem die Noten alle bezeichnen mit jeder Note lang, kurz. Dann ist man irgendwann, denkt man, was ist das denn? Man denkt dann, man muss was Besonderes spielen und eigentlich ist es relativ normal und simpel. Aber nochmal die Frage, wie sah das aus oder sieht es aus mit der modernen Notation in Relation zu Handschriften? Die moderne Notation legt alles fest, die Tonhöhe, die Lautstärke, die Länge der Noten, das ist extrem gut fixiert, immer mehr in der Musikgeschichte. In den alten Noten steht wenig davon drin, aber die Leute haben gefordert, vor allem im 18. Jahrhundert, dass man herausbekommen muss, was der Komponist beim Schreiben gedacht und gewollt hat.
Und damit sind wir jetzt bei der entscheidenden Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Dieser berühmte garstige Graben, von dem Lessing spricht, ist ja tatsächlich vorhanden. Wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben ein vollkommen anderes Lebensgefühl als das, was beispielsweise im 17. oder 18. Jahrhundert auch an Lebensstil, an Umgang miteinander und natürlich ganz Besonderes im Hinblick auf das Musizieren geschieht. Wir haben eine vollkommen andere Gestaltung des Lebens. Wie weit unsere Gefühle verschieden sind, gerade die in der Musik ausgedrückt wird, sind wir, glaube ich, sehr nah oder können sehr nah sein, wenn wir sie überhaupt finden. Der Graben war damals schon, da hieß es, wenn man das spielen soll, was der Komponist wollte, dann heißt es oft, eigentlich kann das nur der Komponist selber, der weiß es wirklich. Und es gibt nur einen Autor, das ist Quanz, der schreibt, wie man das herausbekommt, was der Komponist gedacht hat. Der sagt, man guckt sich die Überschrift an, wenn sie mehr als Allegro sagt, zum Beispiel Allegro con fuoco mit Feuer oder so etwas, dann weiß man mehr. Dann schaut man sich die Taktart an, die sagte damals viel mehr, als wir heute glauben. Dann die Tonarten und er sagt am meisten die Intervalle, also als von Ton zu Ton, wie die seelischen Beziehungen der Töne sind und am allermeisten die Dissonanzen, wenn wir eine Dissonanzanalyse machen und schauen, wie viele Dissonanzen sind in einem Stück, dann wissen wir, wie problematisch oder wie leicht und einfach die Musik ist. Und daraus, sagt er, findet man eigentlich den wesentlichen Inhalt fast von selbst. Kann man bei dieser Frage, wie müsste diese Musik von damals klingen oder wie hat sie damals wahrscheinlich geklungen, eigentlich von einem richtig und falsch sprechen? Falsch gibt es eher als richtig. Es gibt viele Möglichkeiten von richtig und es gibt hohe Wahrscheinlichkeiten, wo man sagen kann, das ist bestimmt falsch. Wie sie geklungen hat, wissen wir überhaupt nicht, bis auf ein paar wenige Maschinen, die es noch heute gibt, die Musik übertragen wie Vogeluhren oder mechanische Musikinstrumente. Und dann stellt sich für mich noch die letzte Frage, die ich aber für ausgesprochen wichtig halte, weil wir hier auch ein Ausbildungsinstitut sind, das ja relativ herangereifte, musikalisch gesehen herangereifte junge Menschen aufnimmt. Dein Ansatz oder der Ansatz, sich tatsächlich in Empathie einer Quelle zuzuwenden, egal in welcher Zeit sie geschrieben worden ist, würde ja bedeuten, dass wir auch eine andere Haltung zum Instrumentalunterricht bereits bei jungen Musikerinnen und Musikern haben müssten. Ja, also der Ansatz könnte vor allem darin liegen, dass man die Kinder nicht von vornherein aufs Treffen fixiert, sondern dass sie suchen dürfen. Und dass man auch nicht auf einem Griffbrett Zettel draufklebt, wo der Finger hinkommt, sondern dass sie Fehler machen dürfen oder suchen dürfen. Und sie finden das auch. Also dass man überhaupt sich viel mehr von Kindern unterrichten lässt, statt sie zu unterrichten. Für mich heißt unterrichten, wie das Wort sagt, von unten aufrichten und nicht von oben abrichten.